Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Forest Village aus Colchester, einem kleinen Dorf auf einer kleinen Insel in einem großen, weiten, unbekannten, nebligen Meer. Wir brauchen hier noch ordentlich Vorrat für unser Schiff. Holzhammer. Werkzeug fehlt noch. Haben wir aber genug da, okay. Fischauflauf, den müssen wir noch erst machen. Kleidung haben wir da. Fleischpastete müssen wir auch erst noch machen. Gemüsepastete müssen wir noch machen. Wasser ist dort. Okay. Was haben wir hier noch an Gebäuden? Herbst und 9 Grad. Haben wir noch irgendwelche Felder, die wir pausieren müssen? Das hier zum Beispiel. Nicht, dass der auf die Idee kommt, da wieder Kartoffeln anzupflanzen. 14 Getreide, die können wir eigentlich gerade ernten lassen. Wieso stehen die da? Ach ja, jemand schrieb, ich müsste Vogelscheuchen erstellen. Aber hier habe ich welche. Und die Felder waren ja genauso. Das bitte auch gerade noch ernten. Die Felder waren leider genauso betroffen. Also ich vermute, es war wirklich zu warm im Sommer. Das haben die nicht gepackt. Weil hier steht ja auch eine Vogelscheuche, das Feld war genauso von betroffen wie alle anderen auch. Was jetzt aber natürlich nicht heißt, dass wir hier nicht noch mehr Vogelscheuchen bauen könnten. Nein, Umzäunung brauchen wir nicht. Vogelscheuche. Weil sonst halt wohl die, was wollte ich sagen? Vögel da dran gehen, ne? Machen wir da noch eine hin. Nicht da so gerade mitten drauf. Aber hier rein können wir noch eine machen. Ich hoffe, die laufen dran vorbei, aber es sieht eigentlich ganz gut aus. Ah ja, der erntet noch ab, das ist gut. Wir haben noch Holz. Ah ja, da haben wir noch genug, was die fällen und sonstiges tun können. Keine Ressourcen für die Produktion. Ach so, ja. Der hier? Nö, ne? So, da pausieren wir. Doch, der ist das, oder? Was braucht denn der? Wieso hat er keine Ressourcen für die Produktion? Ah, nee. Vogelscheuche. Okay. Ich war irritiert. Selbst verschuldet irritiert. Der erntet, das ist gut. Dann kriegen wir zumindest noch ein paar Kartoffeln. Die Fischerhütte ist im Bau, das ist auch gut. Dann können wir dann nachher 3 der Bauern noch als Fischer deklarieren. Ne, 6. 6 gehen sogar, oder? 3? 3. Leider nur 3. Aber immerhin. Was fehlt uns da noch? Der Auflauf und die Pasteten, ne? Was macht ihr denn da gerade? Fischauflauf, okay. 1,5 Minuten dauert einer. Man braucht Fisch, Mehl und Wasser.
Fisch haben wir, Mehl haben wir, Wasser haben wir. Passt. Schneidern brauchen wir noch nicht. Hier wird weiter an unserer Fischerhütte gebastelt. Ach, schon ein toller Blick so aufs Meer, ne? Hat ja was. Das Einzige, was mich hier in dem Ort ein wenig stören würde, es gibt kein Internet. Du erntest, oder? Hoffe ich doch. Anbauen sollst du nämlich nicht nochmal. Heu haben wir keins mehr, das ist das Problem. Okay. Hier haben wir noch genug markiert, was... Den Baum können wir gerade auch noch mit markieren. Der ist wohl schon, okay. Gut. Wie sieht's mit... Das wird nochmal eine Schule. Da brauchen wir noch wieder Heu. Da brauchen wir auch Heu. Ahoi. Haben wir hier irgendwo Heu? 18 Heu ergibt das. Das ist nicht viel. So, jetzt haben wir mal... Oh, es gibt nicht mehr viel Heu. Das meiste haben wir, glaube ich, eingesammelt. Du könntest eigentlich auch nochmal abernten. Machen wir da die Pause auch nochmal raus. Nehmen wir mit, was geht. Ja, die 4 Kartoffeln nehmen wir auch mal mit. So, da können wir wieder pausieren. Das ist leer. Müssen wir ein bisschen Auge auf unsere Leutchen hier haben. Die können wir eigentlich auch noch mitnehmen. Was wir haben, haben wir. Eigentlich genug Leute, die sammeln. Dann nehmen wir gerade mal 2 Bauern weg. Machen die noch zu Sammlern. Fischer können wir 12. Dann machen wir noch mehr Bauern weg. Wir brauchen nämlich nur 3. Hau nochmal 3 Fischer drauf. Jäger haben wir maximal, oder? Ja. Weil wir müssen jetzt irgendwie sehen, wie wir da... genug Essen zusammenkriegen. Über den Winter. Für die Vielzahl an Leuten, das wird nämlich nicht leicht. Okay, der hat geerntet. Pausieren wir. Du darfst auch noch ernten, ja. Was wir haben, haben wir. Du darfst noch ernten, okay. Da wird schon langsam kalt. Ich denke, dass wir gerade mal die Expedition ein bisschen pausieren. Weil das, was da jetzt reinkommt, das ist alles Essen und Essen brauchen wir selber. Ganz dringend sogar. Deswegen pausieren wir das.
Da fehlt nur Stein. Dann können wir das wieder in Auftrag geben. Hier ist abgeerntet. Dann machen wir Pause. Bevor der nämlich auf die dunklen... Genau. Der wollte schon loslegen. So hat er sich das wohl gedacht. Aber ohne mich. Stehen da zwei Boote? Okay. Verwenden tun sie leider keins von denen. Ich finde es schön, wenn sie rausfahren würden. So. Hier fehlt noch so ziemlich alles. Lehm ist da, aber sonst auch nichts. Und das wird unser Karawanenstall. Irgendwann mal. Irgendwie sieht das für mich immer aus wie so ein Friedhof, aber ja, ist zum Glück keiner. So, wir haben gerade Eier, das heißt, wir könnten hier eigentlich mal umstellen auf Gemüsepastete. Das wäre die, weil da brauchen sie Eier für. Und wenn wir die gerade schon haben, dann machen wir das, weil Gemüsepastete gibt richtig Kalorien. Da brauchen sie nicht so viel von. Von daher ist das sehr von Vorteil, wenn wir das entsprechend verwenden können. Ah, okay, du sammelst noch. Ja, das ist schön. Spätherbst ist relativ warm, das ist gut. Okay, der ist auch fertig. Dann machen wir gleich wieder mal Pause. Ja, da wollte nämlich auch schon wieder anfangen. So nicht, mein Freund. So nicht. Hühnerhammer. Ja, sieht gut aus. Das Kind alleine kann jetzt mit der Schule beginnen. Ja, die ist inzwischen auch nicht mehr so ausgelastet. Das ist gut. Was fehlt denn hier noch? Stein, ja. Jetzt können wir aber erstmal Material sammeln lassen. Da sind dann noch Steine dabei, die hier gesammelt werden. Er hier zum Beispiel. Na, Entschuldigung, sie hier zum Beispiel. Geht natürlich auch ordentlich Stein drauf für die Straßen, die wir hier am Bauen sind. Andererseits ist halt, die sind wirklich unglaublich viel schneller auf den Straßen. Bringt uns natürlich dann noch wieder einiges an Ersparnis, also Zeitersparnis vor allen Dingen. Habt ihr euch Eier geholt? Ja, ihr könntet noch ein paar gebrauchen. Holt euch lieber noch mal welche. Ah, jawohl, jetzt wird's kalt genug. Wir können die Felder wieder freigeben. Das können wir jetzt schon mal machen. Dum, 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 dum. Das ist schon der Wahnsinn, ne? Das ist ein Jahr mal die Ernte nicht so gut und schon
wird das Ganze wieder lebensbedrohlich. Weil die Anzahl der Leute halt auch einfach so hoch ist. Schmied können wir wieder einstellen, ne? Brauchen nämlich bald auch wieder Werkzeug. Sammler brauchen wir jetzt nicht mehr. So. Schmied wollte ich. Einer. So, dann können wir den Bauern schon mal zuteilen. Bei zwei oder drei sollten wir mal in Reserve lassen hier. Falls uns hier die Leute weghungern, dass sie direkt ersetzt werden können von und die Stellen nicht leer bleiben. Sind jetzt keine mehr auf Pause, ne? Nee. Das ist gut. Wir haben 375 Holz. Können wir auch noch wieder ein paar Bäume markieren zum Fällen. So. Der da. Der da. Hoppla. Wird aber noch ein Weilchen dauern, bis die gefällt werden. Weil die müssen hier noch Steine und Heu und so einsammeln. Oh, die sind schon beim Heu. Hoppla. Okay. Erz haben wir ganz ordentlich gesammelt. Stein können wir dann auch nochmal sammeln lassen. Das ist keiner. Weil da brauchen wir auch noch eine Menge von. Sammeln sie gerade Heu, das heißt, hier dürfte dann auch bald. Ach nee, da fehlt Stein, okay. Für die Schule braucht man noch Heu und Stein und Lehm und überhaupt. So, wir haben keine Eier mehr. Haben die hier? Nein, dann müssen wir hier nämlich wieder umstellen. Auf, was haben wir denn? Fleisch? Fisch? Fisch. Dass wir hier nämlich auch entsprechend Nahrung kriegen für die Leute. Da sammeln sie wieder munter Holz. Also die Ressourcengewinnung ist schon gigantisch, wenn hier Winter ist. Das muss man den Leuten lassen, die ackern, was das Zeug hält. Wir könnten natürlich auch einfach sagen, alles. Sammel einfach alles, was du hier findest. Ob Baum, ob Stein, ob Erz, ob Heu. So. Das sind ganz schön viele Fragezeichen und Punkte und einen Schneider könnten wir nochmal wieder einstellen. So. Dass wir da nämlich, wo ist denn unser? Ach so, da fehlt immer noch der Stein, ne? Ich glaube, wir sollten hier gerade mal die Priorität anheben. So.
Dann wird das nämlich vorrangig behandelt. Vor den Wegen. Was ja nicht ganz unwichtig ist. Oh, wieder diese herrliche Farbe. Ich mag es total. Dieses Gelb oder auch das Rot dann so, das ist schon ein Träumchen. So, wir haben noch genug Fisch. Das heißt, die Bäcker können arbeiten. Sodass die auch munter Fischauflauf machen können. Ein Baby wurde geboren und eine Vogelscheuche fertiggestellt. Das hier ist dann die Vogelscheuche, nicht das Baby. So, und wie ich aber auch sehe, ist die Zeit schon wieder um. Deswegen sage ich mal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ihr seid auch morgen wieder mit dabei, wenn wir unsere Colchester durch den Winter begleiten. In diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal.